Die Firma DPB wurde im Jahre 1999 beauftragt, eine redundante Verbindung des Datenhalbe Burgenland mittels einer Seequerung des Neusiedlersees von Ilmitz nach Mörbisch zu verlegen. Dafür wurde mit Hilfe eines neuartigen Verfahrens erstmalig ein Lichtwellenleiterkabel von 3300 Meter Länge in einer Richtung eingeblasen. Die Verlegetiefe des Kabels betrug 1,1 Meter in festem Grund. Die Tiefe der Schlammschicht von anfänglich ca. 1 Meter in Ufernähe betrug im See rund 1,5 Meter und stieg im Uferbereich Mörbisch auf 2,2 Meter an. Zum Verlegen des Kabels wurde ein Kettenbagger mit Pflugeinrichtung eingesetzt, wie er üblicherweise im Wattmeer der Ostsee verwendet wird. Durch seine spezielle Teleskopkonstruktion kann dieses Spezialfahrzeug bei einem Wasserspiegel bis zu einer Höhe von 3,50 Meter eingesetzt werden. Um den strengen Umweltauflagen zu entsprechen, war es notwendig, dass das Gerät umweltzertifiziert und alle verwendeten Treib- und Schmierstoffe biologisch abbaubar sind. Wegen der großen Schlammtiefe musste über die gesamte Länge des Sees ein Seilzug aufgebaut werden. Dabei zog ein schwerer Bergepanzer den 55 Tonnen wiegenden Verlegebagger über den See und sicherte ihn. Die gesamte Seedurchquerung in einer Länge von 3300 Metern wurde innerhalb von 8 Arbeitstagen realisiert. DPB, Ihr Partner für den Ausbau von Infrastrukturnetzen.